Nach seiner Rettung aus 1000 Metern Tiefe präsentiert sich der Höhlenforscher Johann Westhauser in überraschend guter Verfassung. Die Ärzte im bayerischen Murnau gehen davon aus, dass sich der 52-Jährige von seinen Kopfverletzungen bald wieder erholt. In einer Videobotschaft wendet sich Westhauser direkt aus dem Krankenbett noch etwas undeutlich an seine Retter. Ich möchte mich ganz herzlich bei einer Kameraden bedanken, die bei der Höhlenrettung mitbeteiligt war. Es war doch eine sehr große Aktion. Westhauser war am Pfingstsonntag in der Riesending-Schachthöhle in Südbayern von einem Steinschlag getroffen worden. Mehr als 700 Einsatzkräfte aus 5 Ländern waren an der beispiellosen 12-tägigen Rettungsaktion beteiligt. Allein der Transport des Verletzten zurück an die Oberfläche dauerte rund 6 Tage. Es war eigentlich recht gut, bin ich zufrieden. Und es entsprach ein bisschen Probleme. Nach Angaben der Ärzte erlitt Westhauser bei seinem Unfall ein Schädelhirntrauma mit einer Hirnblutung, was sich auf seine motorischen Fähigkeiten auswirkt. Die Mediziner sprechen angesichts der begrenzten Behandlungsmöglichkeiten in der Höhle und der sehr belastenden Bergung von einem kleinen Wunder.